What's up, moin Leute, Vano hier am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Funky Sky in der Bishop. Stufe 5 britischer oder britische Artillerie. Ein Wunderwerk der Nachladetechnik. Die Dinger schießen so verdammt schnell und die Einzielzeit ist auch gar nicht so verkehrt. Sieht hier den Lux, schießt und knapp ist knapp. Den hat er da leider nicht getroffen und es sieht so aus, als hätte der Lux auch so ein bisschen mitbekommen, dass da irgendwer ist. Allerdings wahrscheinlich nicht genug. Nein, direkter Treffer und zack ist er raus. Teamkameraden erwischen da lockerflockig den Rest von ihm. Er muss hier allerdings aufpassen, dass er nicht aufgeht. Light Tanks auf den Tierstufen hier haben so die blöde Angewohnheit. Jep, da ist sie. Doch etwas mehr Sichtweite zu haben, als man das vielleicht am Anfang glauben möchte. Der Lux da drüben könnte durchaus sein, dass der eine sehr, sehr gute Crew drauf hat. Eventuell noch zusätzlich entspiegelte Optik oder sowas. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die gerne den Lux fahren. Darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Auch die Low-Tier-Spieler mittlerweile nicht mehr. Denn Leute, die zum Beispiel in den hohen Tierstufen nicht so gut sind, spielen gerne niedrigere Tierstufen. Vor allen Dingen so in der Region 5, 6, 7. Da man dort entsprechend, ja, durchaus vielleicht das eine oder andere besser machen kann. Man spielt entsprechend seiner Stärken. Schöner Schuss hier auf den T1 Heavy drauf. Und das sieht aus, als könnte der T28 ein neues Windloch gebrauchen. Und der Stuart da vorne sieht so aus, als könnte auch noch eine Dosis gebrauchen. Und geil. Schön den M5A1 rausgenommen und gleichzeitig noch dem STRV da entsprechend eine mitgegeben. Beziehungsweise nicht STRV, dem SAV, dem Stufe 4 Herpedorp-Panzer. Und ja, der war ein bisschen falsch gesetzt, hat er gedacht. Der fährt noch ein bisschen weiter zurück, ist aber nicht weiter schlimm. Die Nachladezeit von der kleinen Bishop hier macht es auf jeden Fall weg. Schöner Schuss. Er hat darauf gehofft, dass der SAV entsprechend noch ein bisschen weiter nach hinten fährt. Hier wäre vielleicht auch die seitliche Ansicht eventuell gar nicht so schlecht. Er flimst da den Schuss noch rein und trifft Kette. Und der Covenanter schließt den Sarg mit dem letzten Nagel. T34, Type T34 um genau zu sein. Und wunderbar knapp nur davor gesplasht. Aber immerhin gut Schaden gemacht und wir sehen es, die Nachladezeit, wie gesagt, ist phänomenal, fast kosmisch auf dem Teil. Da muss man wirklich, also von der Bishop muss man wirklich Angst haben. Da hat er Glück gehabt, dass er davon nicht noch Schaden gekriegt hat, aber er läuft auch weg, wie es aussieht. Momentan hier nicht allzu viel offen, deswegen könnte man eventuell auf den AMX hinten drauf schießen, aber wir sehen die äußere gelbe Linie hier auf der Karte und das ist die maximale Schussreichweite von der Bishop und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Es ist nicht viel Spielraum zwischen Tod und Vernichtung beziehungsweise den Gegnern hier. Er könnte jetzt wieder in die andere Sicht wechseln, das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, aber er scheint sich da nicht sonderlich für zu interessieren. Versucht lieber auf den Type noch einen Schuss drauf zu setzen. Schade, nicht ganz getroffen, beziehungsweise nicht ganz ein halber Kilometer daneben, würde ich mal sagen. Macht aber nichts, die nächste Kugel ist bereits geladen und ja, der ist nicht mehr da. Das war in meinen Augen zumindest zu erwarten. OI, definitiv eine HP-Pinata, die man hier durchaus mitnehmen darf. Da geht der Schuss raus und ja, immerhin 42 Schaden. Kein direkter Treffer. Und man sieht so ein bisschen, was diese Artillerie hier eigentlich kann. Er muss allerdings ein Stückchen nach vorne fahren, denn er hat nicht ganz die Schussreichweite hinten rüber, um ihn da entsprechend unter Beschuss nehmen zu können. Versucht ein bisschen was vorzuzielen. Einzielen, 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 my boy. Und Schuss. Nein. Wirklich sehr, sehr schade. Es sieht so aus, als würde es... also es ist immer noch Nacken an Nacken, wo der Gegner gerade noch jemanden rausnimmt, hier aus dem Spiel, aus seinem eigenen Team. Und das dürfte ein guter Schuss gewesen sein, hoffe ich. Jawoll! Und wieder einen im Vorsprung mit dem Type T34 aus dem Spiel entfernt.
muss hier allerdings langsam aber sicher ein bisschen was weiter aufrücken. Er hat allerdings noch das Problem, dass der Covenanter hier noch irgendwo rumlungert. Zumindest der aus dem gegnerischen Team, der aus dem eigenen Team, der hat sich dazu entschieden, irgendwo in Deckung zu sein. Und ich glaube, er hat es gemerkt. Ja, da ist er. Hat der Covenanter gemerkt, dass er ihn gesehen hat? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es sieht aber so aus, als würde er hier eventuell um die Ecke rumkommen wollen. Zielt hier manuell. Das könnte der spielentscheidende, jawohl, Schuss sein. Wunderbar für ihn hier. Direkt aus nächster Nähe im TD-Modus quasi den herauszunehmen. Wobei einen richtigen TD-Modus gibt es ja leider für die Artillerie nicht. Also man kann nicht in die First-Person-Ansicht wirklich reingehen. Nur in ziemlich nahe First-Person. AMX-40 ist schon relativ gut gepanzert, aber nicht, wenn er seine Panzerung entsprechend so nach oben winkelt, dass man flach von oben drauf schießen kann. Wunderbar gemacht vom AMX-40. Man muss den Gegnern ja durchaus auch zugutehalten, dass sie entsprechend, jawohl, schöner Schuss durch die Lücke im Fenster. Es ist der absolute Wahnsinn, was er hier abzieht. Und man sieht es, die Bishop ist verdammt gefährlich. 5 Kills hat er sich geholt und auch wenn aus seinem verbliebenen Team noch keiner einen Kill geholt hat, ist es definitiv sicher, dass der UI, solange unser lieber Funky Sky hier noch im Spiel ist, definitiv einige Probleme haben wird. Versucht jetzt hier vorzufahren, der Art entsprechend auszuweichen, beziehungsweise, lieber im 8A1, was war das denn? Das war definitiv nicht gut und jetzt kommt der Schuss des Jahrhunderts, zumindest die Kette gezogen. Und nochmal 65 Schaden gemacht, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe. Und jetzt kriegt er sogar noch Unterstützungsschaden, aber der Covenanter hat unterschätzt, dass der UI eine HE-Kanone drauf hat. Eine Derp-Gun, die wirklich sehr, sehr böse ist. Es sieht so aus, als würde er weiter nach hinten fahren. Er versucht ungefähr die Geschwindigkeit zu matchen und ja, er trifft auf jeden Fall. Man hat es gesehen, kein Auffliegen von Erde und Dreck. Da ist er wieder. Das sollte eigentlich ein easy Schuss werden, hier in die Seite entsprechend rein. Wunderbar. Nein, nicht ganz. Es sieht ja auch nicht allzu viel wegen dem blöden Baum, den er eigentlich mal umsäbeln könnte. Kann man machen mit HE. Durchaus möglich. Aber der UI fährt eventuell wieder nach vorne. Das sieht nicht so aus. Er muss langsam aber sicher mal einen Schuss finden. Jawohl, 203 Schaden mit diesem Schuss hier. Und damit war es nur noch einer. Ein Schuss, ein Treffer, ein Sieg in diesem Spiel hier. Schön gemacht. Ich guck mal gerade, komme ich aus der Sicht raus? Ja, wunderbar hier. Übrigens, ich steuere gerade die Kamera, ne? Nur damit hier keiner irgendwie glaubt, dass irgendwelche Mods verwendet werden oder so. Wir wollen ja hier keine Gerüchte oder sowas streuen. 6 Kills in der 5er britischen Artillerie und wir schauen uns passend dazu mal die Endstats an. Was kann man alles mit der Artillerie anrichten? Eine ganze Menge. Panzerass, Großkaliber und Krieger. Und er hat 2202 Schadenspunkte gemacht bei 6 Kills. 940 Erfahrungspunkte insgesamt. Und das ist einfach nur massiv, wenn man sich hier vorstellt, wie viele Leute aus seinem Team keinen Schaden gemacht haben. Beziehungsweise auch unter 500 Schaden noch gemacht haben und der Gegner ist da durchaus ein Stückchen besser gewesen. Aber Funky Sky hat ja immerhin auch noch ein Wörtchen mitzureden. 28.000, fast 29.000 Silber plus gemacht. Daily Double 2820 Erfahrungspunkte insgesamt für dieses massive Spiel. Vor allen Dingen schadenstechnisch 2200 Schaden in einer 5er Artillerie. Sowas muss man erstmal hinkriegen, aber er hat auch wirklich die richtige Arti zum richtigen Zeitpunkt dabei. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß beim Selberzocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.